Der Wolfgangsee ist wohl eine der schönsten Regionen im Salzkammergut. Schon Kaiser Franz Josef wusste die Vorzüge der Region zu schätzen. Aus seiner Zeit stammt auch die Wolfgangseeschifffahrt. Heute erinnert noch der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. daran. Für die 80 Gäste der MS Salzburg wird es ein besonderer Abend an Bord. Sie kommen in den Genuss einer dreistündigen Schifffahrt inklusive fünfgängigen Menü und einer Gin-Verkostung. Mit Gin and Dine bietet die Wolfgangseeschifffahrt ein ganz besonderes Erlebnis. Die Erwartungen der Gäste sind unterschiedlich. Ja, dass es einen guten Gin gibt, vielleicht einmal ein bisschen was Neues ausprobieren, gutes Essen und einen schönen Abend. Eine nette Schifffahrt, musikalische Unterhaltung, ein gutes Essen und natürlich ein paar Hochgenüsse, gute Gins. Während sich die Gäste auf den Abend einstimmen, hat für die Crew von Cateringleiter Gottfried Filsecker der Abend schon um 16 Uhr begonnen. Nun heißt es für den Service eindecken und das Schiff klar für den Abend zu machen. Eine halbe Stunde hinkt man dem Zeitplan hinterher, denn die Hochzeit, die zuvor abgewickelt wurde, dauerte etwas länger. Nun gilt es, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Man muss es schaffen, ganz einfach. Ja, wir haben 100 Personen gehabt, eine nette Hochzeit am Kaiser Franz Josef Dreistand. Die haben uns so richtig schön Gas gegeben nachmittag, also gute Einstimmung für den Abend. Wir sind Gott sei Dank nur im Zeitplan, eine halbe Stunde haben wir ein bisschen am Botschen, aber das geht sich locker aus. Gottfried Filsecker behält recht, jeder Handgriff sitzt und so schafft es die Crew, alles rechtzeitig fertig zu machen und vor dem Eintreffen der Gäste unter Deck alles fertigzustellen. Neben dem Service und der Küche ist inzwischen auch der Kapitän der MS Salzburg, Wolfgang Islitzer, eingetroffen. Er hat sich für den heutigen Abend eine besondere Route über den See ausgedacht. Also das kann man eigentlich fast aussuchen, wo wir fahren. Aber wir werden dann mal Richtung durch die Seeenge durchfahren, dann Richtung St. Güng, vorbei beim Ferienort, vorbei bei der Falkenstadtwand und dann wieder zurückfahren. Und wenn das Wetter noch schön ist und wir noch Licht haben, fahren wir dann nach Strobl vorbei. Und das dürfte sich ungefähr in den Rahmen von 2,5-3 Stunden ausgehen. Neben geladenen Gästen bei Sonderfahrten wird die Flotte der Wolfgangseeschifffahrt auch im Linienverkehr eingesetzt. 490.000 Gäste jährlich werden so zu 7 Anlegestellen am See befördert. In der Zwischenzeit ist auch Hannes und Renate Peinsteiner von der Seedestillerie an der Anlegestelle in St. Wolfgang eingetroffen. Für die beiden heißt es nun, rasch das Fahrzeug entladen und alles für die bevorstehende Gin-Verkostung vorzubereiten. Heute haben wir grundsätzlich einmal ganz eine tolle Küche, wo mit Gin gekocht wird. Das heißt, es wird ein Sorbet mit einem speziellen Gin geben, es wird ein Hirsch mit einem Gin geben, mit einem Doppelz-Gin, dieser Waldiger. Dazwischendrin gibt es die Gin-Begleitung, jeweils zu den Regionen, zu den Gerichten und natürlich eine entsprechende Erklärung und ein Nosing für die Gäste, die lernen, Gin zu trinken. Dass man da 80% mit der Nase macht, den Rest mit dem Gaumen, einen Gin warm trinkt, wenn man pur trinkt und so weiter. Alle 80 Gäste sind an Bord und haben ihre Plätze eingenommen. Mit einem Gin Tonic wird der Gaumen auf das hochprozentige und kulinarische Abendprogramm eingestimmt. Und jetzt heißt es Leinen los. Allen Wetterprognosen zum Trotz behält auch der Himmel seine Schleusen geschlossen und einem entspannten Abend steht nichts mehr im Wege. Gin and Dine steht auch für Entertainment. So bekleidet der Geschäftsführer der Salzburger AG Tourismus Management GmbH, Mario Michelin, am heutigen Abend die Rolle des Chefkochs. Vor den Augen der Gäste bereitet er beim Live-Cooking die Vorspeise zu. Beef Tartar. Dann wird es ernst für den Gaumen. Die erste Gin-Verkostungsrunde steht am Programm. Von Johannes Peinsteiner gibt es einen kurzen Einblick in die Herstellung des Wolfgangsee-Gins und in die Geschichte der Seedestillerie. In ihrer Genusswerkstatt in St. Wolfgang steht der Kessel, in dem der hochprozentige Genuss seinen Ursprung findet. Nur natürliche und handverlesene Zutaten finden den Weg in die Produktion.
Neben der Grundzutat Wacholder kommen noch weitere sogenannte Botanicals zum Einsatz. Es muss Wacholder drinnen sein und die Botanicals, die Gewürze, die Beeren, die Wurzeln und so weiter, alles was dazukommt, das macht es dann aus, dass er Gin rund ist, dass er zur Region passt mit regionalen Botanicals, dass er zur Geschichte passt, zu den Menschen passt. Und da haben wir natürlich im Salzkammergut jede Möglichkeit, das entsprechend mit regionalen Zutaten auszukleiden. In dem selbst entworfenen und gebauten Kessel werden die Ingredienzien so schonend wie möglich verarbeitet. Durch Erhitzung nimmt der verdampfte Alkohol ätherische Öle auf. Wieder abgekühlt beginnt nach 1,5 Stunden das fertige Destillat zu tropfen. Der Vorteil? Da die Zutaten nicht eingeweicht und anschließend gebrannt werden, bekommt der Wolfgangsee-Gin keine Bitterstoffe ab. So entsteht dieser ganz besondere Gin mit seiner feinen Note. Der Fuschelsee war der Hofküchensee. Zum Teil ist es heute noch von Salzburg, das heißt vom Fuschelsee ist das Wild, die Krebse und die Fische in die Stadt geliefert worden. Und nach der Geschichte haben wir praktisch den Gin aufgebaut mit Wild- und Fischspeizgewürzen. Eine ganz spannende Geschichte, da haben wir heuer übrigens auch die Goldmedaille gemacht beim World Spirits Award. Von seinen 9 eingereichten Gins bekamen übrigens 8 weitere Goldmedaillen beim World Spirit Award. Auf der MS Salzburg sind die Gäste bester Laune. Der Service und die Küche laufen auf Hochtouren. Mario Michelin mit seinem Team ist bei der Zubereitung des 3. Gangs, Meeresfrüchte-Risotto. Ja, wir sind natürlich voll angespannt. Schön warm ist es auch, das sieht man auch. Ein Geschäftsführer, der in Schwitzen kommt, das passiert nur in der Küche. Das Fingerfood ist draußen, das Tartar ist fertig. Leute sind sehr zufrieden, das baut natürlich auf. Jetzt gibt es dann ein gutes Meeresfrüchte-Risotto und dann gibt es ein Wild als Hauptspeis. Also wir sind jetzt momentan voll im Modus und in den nächsten 2 Stunden ist natürlich Vollgas. Die Gäste genießen den Abend in vollen Zügen. Nicht nur unter Deck, sondern auch am Oberdeck. Dabei bietet sich die Gelegenheit, die malerische Kulisse von St. Wolfgang einmal aus einem anderen Blickwinkel zu genießen. Schön langsam neigt sich der Abend zu Ende und unsere MS Salzburg nimmt wieder Kurs auf die Anlegestelle bei der Schafbergbahn. Das Team von Mario Michelin und Gottfried Filsäcker hat allen Herausforderungen des Abends getrotzt. Die Gäste sind zufrieden. Es war super. Also wir haben echt einen hervorragenden Gin genossen. Also von mediterran bis floral und ich glaube, der Mondseer-Gin war dabei, also Wahnsinn. Für die Crew ist der Abend noch nicht zu Ende. Jetzt heißt es noch, das Schiff für den nächsten Tag flott zu machen. Catering-Leiter Gottfried Filsäcker ist entspannt. Sein Team hat den Abend perfekt gemeistert und die Veranstaltung ohne Pannen abgewickelt. Indem man zusammenspielt, ein gutes Team hat und das Schwitzen, das war ein Scherz am Rande, das ist richtig. Man wird natürlich schwitzer, das ist völlig normal, ist auch gut so, weil dann weiß man, dass man was da hat am Abend. Gin and Dine ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen der Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt. Und uns bleibt nur noch zu sagen, Chin Chin.